Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Donnerstag, den 7. April 2016. Am Anfang der Woche hatten wir noch klares Wetter. Da gab es eine klare Perspektive, wie es denn weitergehen sollte. Erst eine Abwärtsbewegung und dann zum Wochenschluss hin wieder eine etwas freundliche Tendenz. Dann hat sich ein Nebel über den Markt gelegt und ich habe diese Prognose ein wenig modifiziert bzw. suspendiert. Dieser Nebel liegt immer noch über den Märkten und es lässt sich derzeit kaum ausmachen, in welche Richtung es in den nächsten Tagen gehen wird. Strategisch würde ich sagen, kann man nach wie vor in der nächsten Woche eher mit einer Abwärtsbewegung rechnen. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich des Öfteren stärkere Gegenbewegung. Auch beim Gold haben wir heute wieder einen Sprung gesehen auf die 1235. Also wir haben im Moment einen sehr scharfen Kampf zwischen Bullen und Bären, der nach wie vor, ich hatte es gestern schon gesagt, eine Indexspekulation als zu risikoreich erscheinen lässt, als dass man sich darauf jetzt einlassen sollte. Was gibt es für Alternativen? Gestern hatte ich über diese Übernahmespekulation Bang & Olufsen gesprochen. Heute habe ich ein ähnliches Thema, allerdings aus dem asiatischen Raum. Es geht um Momo. Das ist ein Portal in China, was zu den sozialen Netzwerken gehört. Eigentlich ein Dating-Dienst, wo man Freunde kennenlernt. Das hört sich auf den ersten Blick sehr gut an. In China gibt es ja einen Männerüberschuss, dadurch, dass die Frauen zuletzt auch abgetrieben wurden. Ein-Kind-Politik. Viele Männer finden keine Frauen und durch die wachsende Mittelschicht wächst eigentlich das Potenzial für solche Dating-Service. Dienstleistungen im Westen werden ja auch immer mehr Partnerschaften über das Internet geschlossen. Also das ist ein durchaus interessanter Zukunftstrend. Momo ist hier in einer sehr guten Position, ist auf allen Plattformen vorhanden. Also insofern eigentlich eine spannende Story. Allerdings haben sie es bisher nicht vermocht, aus dieser sehr guten Ausgangslage tatsächlich Profit zu ziehen. Man ist nach wie vor mit negativen Gewinnzahlen, Ergebniszahlen unterwegs. Man ist auch trotzdem sehr hoch bewertet. Bei einem Umsatz von 38 Millionen Dollar, das Unternehmen ist an der Nasdaq gelistet, kommt man auf einen Börsenwert von über 2 Milliarden Dollar. Also sehr anspruchsvoll bewertet und für meine Begriffe ist das gar nicht zu rechtfertigen. Das sieht offenbar auch das Management so und es werden immer wieder Gerüchte lanciert, dass es zu einem Auslisting von der Börse kommt, also ein Delisting von der Börse. Eigentlich ist das gar nicht notwendig, denn man verfügt über eine sehr komfortable Cash-Position von über 400 Millionen Dollar. Insofern habe ich diese Gerüchte, die ja auch schon im letzten Jahr immer aufgekommen sind, noch nie verstanden. Alibaba wird hin und wieder als möglicher Übernehmer genannt. Alibaba war schon vor dem IPO mit an Momo beteiligt, hat die Position dann ein gutes Stück ausgebaut. Und nun ist auch einer der Mitgründer von Alibaba in den Verwaltungsrat gewechselt. Das macht insgesamt natürlich die Wahrscheinlichkeit für eine tatsächliche Übernahme etwas höher. Ich erwarte allerdings, dass das in näherer Zukunft nicht über die Bühne gehen wird. Aber die Spekulation darauf, die Aktie von Momo noch eine ganze Zeit weiter steigen lässt. Und insofern kann man auf diesen Trend aufspringen, aber bitte nicht zu lange. Das wird sich sicherlich in 2 bis 3 Wochen in Luft auflösen. Aber bis dahin kann man da sicherlich zweistellige Renditen realisieren. Das meine Hinweise für heute. Morgen fällt der Ticker leider aus. Ab Montag wird Sie Walter Thissen wieder kompetent durch die Woche begleiten. Ich wünsche Ihnen deshalb schon jetzt ein schönes sonniges Wochenende. Machen Sie es gut. Bis bald. Ihr Bernhard Glinzing.